Vor mehr als 1000 Gästen hatte die Kultusministerin ihren großen Auftritt. Beim 26. Theaterball stand plötzlich, ohne Vorwarnung, Birgit Hesse im Scheinwerferlicht. Ja, war so ein bisschen ungewollt, aber war total schön. Wir haben natürlich heute auch ein tolles Programm erlebt. Kessel Buntes war das Motto und das hat das Theater wirklich sehr, sehr toll erfüllt. Und für mich war das heute wirklich ein persönliches Highlight. Kurzer Zeitsprung, ein paar Stunden zuvor. Ein Highlight soll der Theaterball auch für die Gäste von Irene Wiens werden. Gemeinsam mit dem exquisiten Champagnerhersteller Moët Hennessy lud die Immobilienmaklerin zu einem kleinen Festempfang ins Weinhaus Uhle. Mit dabei Cheryl Shepherd, die Schauspielerin, die aus den Vorabendserien Rote Rosen und In aller Freundschaft bekannt ist, kam gemeinsam mit ihrem Mann Nikolaus Okonkwo. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Rico Badenschier und dem Generalintendanten Lars Tietje stimmten sich auch die beiden Soko Leipzig-Darstellerinnen, Marianne Marschke und Jana Baunke, auf den Ball ein. Irene Wiens hat für den Schweriner Theaterball ein klares Ziel: mehr Promi-Flair. Ja, ich möchte den Theaterball natürlich öffnen, also soll im Grunde in ganz Deutschland oder auch außerhalb bekannt werden. Und dazu ist es schön, wenn meine Freunde zu Besuch kommen, Presse von außerhalb, sage ich mal, bunte Super-Ilo, die interessieren sich langsam auch dafür. Und das ist eine schöne Sache, ich denke insgesamt für Schwerin und den Theaterball auch. Kernstück eines jeden Theaterballs ist die große Eröffnungsgala. Hier wurde ein Kessel Buntes angekündigt. Und bunt wurde es in jedem Fall. Verschiedene Sparten des Mecklenburgischen Staatstheaters stimmten die Ballgäste auf einen abwechslungsreichen Abend ein. Ideen für das Programm werden lange vorher gesammelt. Dann kommt es zur großen Herausforderung. Und dann ist die Kunst bei so einer Show, das in ganz wenigen Tagen zusammenzuklopfen, das, was wir eigentlich sonst gar nicht so gewöhnt sind. Und ich bin total froh, dass es heute so gut funktioniert hat. Aber es war ein bisschen Kamikaze. Wir hatten heute Morgen erst die Generalprobe. Durch das Programm führte ein alter Hase des Showgeschäftes, Thomas Gottschalk. Natürlich nicht der echte, aber eine jüngere Kopie des Moderators. Nils Höttinghaus vom Jungen Staatstheater Parchim gab dem Fernseh-Urgestein ein Gesicht. Ja, schauen Sie ihn an. Und auch der Anzug hat auf Anhieb gepasst. Also ich meine, was Besseres kann man nicht haben. Ich habe einfach auf meine Kindheitserfahrung gehofft, dass da noch irgendwas da ist. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, dass er immer sehr viel, prima. Und wenn dann noch hier von so einem Riesenorchester, wenn denn das Musik ertönt, dann geht das ganz leicht. Der Scheinwerfer wanderte ständig weiter. Sister Act, die schwedische Kultband ABBA auf Platt oder große Oper mit Tosca. Der Leiter des Programms, Toni Burkhardt, war am Ende sehr erleichtert, dass die Ideen aufgegangen sind. Wahnsinnig. So ein Programm ist wirklich wahnsinnig viel Arbeit, weil man nichts fertig hat, weil man überlegen muss und dann alles aufbauen muss letzten Endes. Aber es macht auch Spaß. Es macht Spaß, wenn man dann am Ende nach all dem, ja, sagen wir mal, Nervenkrieg, kriegt man Noten dafür und so weiter. Man hat Ideen und dann geht das Zusammensuchen los. Wenn das dann so wie heute Abend über die Bühne geht, dann weiß man, die Arbeit hat sich gelohnt. Leichte Unterhaltung, ganz sicher. Doch damit war das Programm auf den Geschmack der Theaterballgäste abgestimmt. Am Tisch von Irene Wiens fand der Kessel Buntes jede Menge Anklang. Sehr schön hier. Es ist sehr unterhaltsam, es ist lustig. Die Leute sind sehr, sehr offen. Es ist ein schöner Abend. Ich bin hier mit Freunden. Ich freue mich. Also ich freue mich über alle Partner, die dazu beitragen, aus diesem Ball ein besonderes Ereignis zu machen. Alleine kann man sowas immer schlechter, als wenn man tolle Partner hat wie unsere Sponsoren oder eben die Truppe, die da gesagt hat, komm, wir holen mal ein paar Schauspieler noch, die im Fernsehen bekannt sind und so weiter noch dazu, um dem Ball noch ein bisschen anderen Glanz zu geben und auch noch eine überregionale Ausstrahlung. Darüber bin ich total dankbar. Ob der Theaterball in den kommenden Jahren über Schwerin hinaus strahlen kann, das wird sich zeigen. Für die Landeshauptstadt ist das Event mittlerweile eines der wichtigsten gesellschaftlichen Highlights zum Jahresbeginn.
also was mir wichtig ist, das so zurückzugeben an die Stadt, dass man so ein gesellschaftliches Highlight hier haben kann. Und es freut mich natürlich, dass die Leute das auch so annehmen als solches. Und die Menschen kommen einfach mit großer Freude her. Man merkt schon bei der Begrüßung, dass alle gute Laune mitbringen, sich auf einen ganz, ganz tollen Abend freuen. Und das ist schön, wenn man das so ausgestalten darf als Theater. Dort tanzen, wo sich sonst nur die Ensembles des Theaters austoben dürfen. Bis in den nächsten Morgen gehörte die Bühne des Mecklenburgischen Staatstheaters seinen Gästen.